So, und das ist jetzt der Bericht dazu. Lars und Sven Bender beenden nach der aktuellen Spielzeit ihre Profikarriere. Wer soll das sein? Wer? Unser Kapitän, Kevin Lars! Lieber Lars und lieber Sven. Ja, ihr zwei. Was geht ab, Brüder? Lieber Lars, lieber Sven. Die zwei zweieiigsten, eineiigsten Zwillinge, die ich hier erlebt habe. Lieber Lars, lieber Sven. Ist natürlich jetzt in Kürze alles vorbei. Ja, leider ist es langsam so weit geworden, dass wir uns von euch verabschieden müssen. Nicht nur als Fußballkollegen, sondern auch als zwei fantastische Menschen. Die Fußballschuhe an den Nagel hängen ist nicht so einfach. Ich hab's schon gelesen und konnte es nicht glauben, dass die Zwillinge sogar das gemeinsam machen. Insbesondere natürlich verlieren wir am Ende der Saison nicht nur zwei Supermenschen, sondern auch zwei Eckpfeiler, die uns über Jahre geprägt haben. Ihr habt sehr viel erreicht in eurer Karriere, habt immer wieder die Knochen hingehalten, seid aber auch immer wieder aufgestanden. Ihr wart immer sehr, sehr große Vorbilder, vor allem für uns junge Spieler. Und da bin ich euch natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass ihr mir da den einen oder anderen Tipp, die eine oder andere Hilfestellung gegeben habt. Ihr wisst, dass ich euch sehr vermissen werde. Es war mir eine Riesenehre, mit euch beiden zu spielen. Das können nicht viele von sich behaupten, mal die zwei Benders kennenzulernen. Der Brecher hier, ich weiß, ihr haltet nicht so viel von Lobeshymnen. Ich mach's trotzdem. Man kann euch nur beglückwünschen zu euren zwei Karrieren. Es war mir ein Riesenfest, mit euch zusammengespielt zu haben. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute für eure Karriere nach der Karriere. Ihr seid zwei großartige Typen. Lars und Sven Bender. Können keine Asse sein, sonst würde ich sie kennen. Ich denke, dass man sich an den beiden erinnern wird als Spieler, die Emotionen vermittelt haben, die Freude vermittelt haben auf die Ränge. Ihr habt eine super Karriere hingelegt, also wirklich, davor kann man nur den Hut ziehen. Weil ihr eine fantastische Karriere gemacht habt, unglaubliche Erfolge gehabt, ihr seid Nationalspieler geworden, der Kindheitstraum, glaube ich, jedes kleinen Jungen und das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, ihr habt für eure jeweiligen Vereine immer alles rausgehauen, alles gegeben. Seid zu Legenden geworden. Weil den Weg, den ihr gegangen seid, den muss erstmal jemand nachgehen. Ich glaube, das berühmteste Zwillingspärchen der Bundesliga. Und ich wünsche euch, dass ihr es bleibt. Ihr könnt mit sehr, sehr breiter Brust und viel Stolz in die Vergangenheit schauen. Und es war mir eine Ehre, mit euch in einer Mannschaft zu sein. Diese zwei Plätze, auf denen wir hier sitzen, die kann so schnell niemand mehr einnehmen. Ich weiß nicht, wer neben mir jetzt in der Kabine sitzen will, aber das sind ein paar große, große Plätze zu füllen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch auf einem Teil eurer Reise zu begleiten. Will ich euch einfach mal Danke sagen für die ganze Zeit, weil ihr für mich schon, was so Einstellung, Trainingswillen, Bereitschaft, schon diejenigen mit seid, die in der Top-Liste meiner Athleten waren, die ich so behandelt habe. Jetzt könnt ihr in Ruhe immer euer Bier zischen, das habt ihr euch verdient. Klingt eher wie zwei besoffene Profis aus Schweden. So, ihr zwei Bender-Brüder, die Bender-Buren. Danke für euren Einsatz für Bayern und für Leverkusen. Ich hatte die Gelegenheit, lange mit euch zusammenzuspielen und muss sagen, dass ihr ganz besondere Mitspieler für mich wart und nicht nur Mitspieler, sondern auch Menschen, die auf jeden Fall in meinem Gedächtnis bleiben werden und von denen ich was mitnehmen konnte. Und ich hatte das Gefühl, dass ihr genau das auch immer anstreben wolltet, dass es nicht nur immer um Fußball ging, sondern um mehr als das. Es hat sich bis nach Amerika rumgesprochen, dass ihr jetzt gemeinsam, wie immer bei euch, eure Schleiche an den Nagel hängt. Vielen Dank für alles und bleibt, wie ihr seid. Wir haben relativ viel gemeinsam erlebt, ob es beim Beginn in unserer Jugend war, in der bayerischen Auswahl. Ich kenne euch noch als Jugendspieler von Unterhaching über den Weg und über die ständige Konkurrenz. Auch bei 1860 dann bei den Löwen und die ganzen Bundesliga-Duelle, die wir da gemeinsam ausgefochten haben. Kompliment, wie ihr das in den Jahren immer wieder hingekriegt habt, was ihr getan habt, was ihr gemacht habt, wie ihr damit umgegangen seid, wie ihr euch auch dargestellt habt und wie ihr den Mannschaften immer wieder geholfen habt.
glaube, ihr wart immer da, wenn man euch brauchte, auch wenn es bei einem persönlich mal nicht lief. Ich weiß, ihr habt die letzten Jahre oder Monate, vor allem du, Lars, sehr gelitten durch deine Verletzungsproblematik. Sage und schreibe 12 Jahre hast du für die Werkself jetzt die Knochen hingehalten. What a great guy. What a great battler on the field. You've given some hits. You've got some hits back, but you always stand up. Vielen Dank, dass du für unseren Club noch etwas länger die Knochen hingehalten hast als beispielsweise ich. Ich darf dir auch den Dank der Greenkeeper ausrichten, die froh sind, dass sie jetzt nicht jedes zweite Wochenende 4 Stunden lang deine Gerätspuren da aus dem Rasen kämmen müssen in der nächsten Saison. Bender, Lars, was für eine Karriere. Irgendwie kann man sich Bayer 04 ohne dich gar nicht vorstellen. Mit Bedauern habe ich von deinem Karriereende gehört. Mir hat dein aufopferungsvolles Spiel immer sehr imponiert und es war mir eine große Ehre, mit dir zu arbeiten. Ich war eine derjenigen Spieler, die dich schon von Anfang an kennengelernt habe, als du noch als junger Kerl nach Leverkusen gekommen bist. Gib mir noch eine Minute. Diesen Satz sollst du gesagt haben zum Trainer, als er dich auswechseln wollte, bei der Stunde von 3:3 gegen Borussia Dortmund. So erzählt sich die Legende. In dieser einen Minute bist du nach vorne gelaufen in den Strafraum und hast das 4:3 geköpft. Das Stadion bebte. Das ist mein persönlicher Lars Bender Highlight. Und ich kann mich an ein Spiel erinnern, das werde ich nie vergessen, und zwar in Trondheim. Nicht nur wegen deines Tores, du hast das 1:0 gemacht, was den Gruppensieg bedeutet in der Euroleague, sondern auch, weil es 20 Grad minus waren und mir wird heute noch kalt, wenn ich dran denke. Ich gratuliere dir zu deiner Karriere, so wie du mir hier zum Tor gratulierst. Alles hat mein Ende, auch dein großartiger Weg und deine großartige Karriere. Dafür möchte ich dich beglückwünschen, für wirklich den grandiosen Weg, den du über viele, viele Jahre gegangen bist, mit sehr, sehr viel Schweiß, mit sehr, sehr viel Blut, sehr, sehr viel Schmerz, aber auch sehr, sehr viel Freude. Ich wünsche dir neben Gesundheit für deine Familie und für dich natürlich, wünsche ich dir wieder genau dieselbe Leidenschaft, die du jedem Training an den Tag gelegt hast. Ich erinnere mich noch gut, als du damals zu Bayer 04 kamst aus München, und seitdem gibt es, glaube ich, keinen Tag, ob im Kraftraum oder auf dem Platz, wo du nicht mit voller Hingabe gefightet, gekämpft hast und immer alles gegeben hast. In erster Linie möchte ich erstmal sagen, du kannst sehr, sehr, sehr stolz drauf sein, was du erreicht hast. Du warst ein sehr angenehmer Mitspieler, ein sehr angenehmer Zimmerkollege. Ich kann mich an kein Schnarchen erinnern oder an sonstige Eskapaden. Ich glaube, wir hatten echt eine tolle Zeit da zusammen. Lieber Lars, oder wie wir uns immer gesiezt haben, Herr Bender, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für das Leben nach der Karriere. Ich glaube, du oder auch ihr beide, ihr habt euch das einfach verdient, nach 5 Millionen Grätschen, nach 10 Millionen Sprints, nach 500, was weiß ich, wie viele Spielen und so weiter. Ich danke dir für 12 Jahre Einsatz für meinen Verein, für Bayer 04, und ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns mal wieder über den Weg laufen, am besten im Fußball, weil so Typen wie dich braucht der deutsche Fußball. Du hast viele Entscheidungen schon als Spieler getroffen. Und das wird ja auch in deinem zukünftigen Leben entgegenkommen, dass du einfach authentisch bist, wohl überlegt, kein Spinner, absolut Topmann. Ich habe dich damals ins Herz geschlossen, eigentlich euren ganzen Verein. Gegen Leverkusen habe ich noch nie gewonnen, also sprich, ich habe gegen dich noch nie gewonnen in der Bundesliga, Lars. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich gratuliere dir auch zu einer fantastischen Karriere, weil du einer der Fußballer warst, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, die für die wichtigen Dinge im Fußball stehen. Ja, für Glaubwürdigkeit, für Ehrlichkeit, für eine angenehme Art, auch diese angenehme Art zu kommunizieren nach außen. Ich hoffe, du bleibst im Fußball erhalten in irgendeiner Form, weil solche Typen wie du sind wichtig. Die müssen als Vorbilder agieren für unsere Jugend. Das soll keine Aufforderung sein, nur eine Empfehlung, weil ich glaube, so viele gibt es nicht davon. Und auch in der Konstellation mit deinem Bruder zusammen habt ihr was Außergewöhnliches geschaffen im deutschen Fußball. Dass zwei auf so einem hohen Niveau so lange spielen, ist wie gesagt sehr, sehr selten. Du warst für Bayer 04 Leverkusen ein absoluter Volltreffer. Ich verabschiede mich mit den Worten, mit denen du mich immer begrüßt hast. Habe die Ehre. Money
beendet seine Karriere. Ich kann es nicht glauben. Zuallererst mal muss ich Danke sagen. Manni, ich wäre nicht hier, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht die geniale Idee gehabt hätte, dich von 1860 München zu Borussia Dortmund zu holen. Du warst das Herz und die Seele dieser unglaublichen Mannschaft. Wenn wir dich nicht gehabt hätten, dann hätte Nuri Sahin nicht zu Real Madrid wechseln können. Manni, mein Freund, erstmal Glückwunsch zu einer außergewöhnlichen Karriere. Es war mir eine Ehre, mit dir Seite an Seite zu kämpfen, zu spielen. Du bist einer der großartigsten Charaktere, die ich im Profibereich kennengelernt habe. Dann hätten Max und Neven nicht so gut ausgesehen. Dann hätte Roman nicht so gut ausgesehen, überhaupt niemand so gut ausgesehen. Also vielen Dank dafür. Es war eine außergewöhnliche Karriere für einen außergewöhnlichen Spieler und einen noch besseren Menschen. Du warst mein Zimmerpartner, weißt du genau, wir haben viel gelacht gemeinsam, auf dem Platz alles gemeinsam rausgehauen, wir haben gefightet, du hast dich immer reingeworfen, am meisten mit deinem Gesicht, wie viele Verletzungen du da davongetragen hast, war Wahnsinn. Svensson, Junge, altes Haus. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ne, für so eine geile Karriere, die du da hingelegt hast. Geile Spiele, Erfolge, Vereine und auch saugeile Mitspieler hast du gehabt. auch Glückwunsch dazu. Ich erinnere mich gerne daran zurück, wie wir beide angefangen haben, auch in Dortmund zusammenzuspielen. Natürlich auch in unseren erfolgreichen Zeiten. Du warst mir auch damals eine große Hilfe, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Die Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben, waren einmalig, waren großartig. Danke dir dafür. Und wenn ich überlege, wie viel Arbeit du mir abgenommen hast, du hast ja eigentlich vor dem 16-Meter-Raum alles weggegrätscht, so brauchte ich gar nichts mehr zu halten. Von daher vielen Dank und freue dich auf alles das, was jetzt kommt nach der aktiven Zeit. Ich habe letztens gehört, dass du mich früher, als ich noch bei 1860 München gespielt habe, offen mal als dein Vorbild angegeben hast. Wir hatten eine super Mannschaft damals mit vielen tollen Spielern. Dass du dich ausgerechnet für mich entscheiden hast, freut mich ganz besonders. Schön ist es auch, dass wir ja einen Teilabschnitt unserer Karrieren zusammen absolviert haben, nämlich bei 1860 München. Erinnere mich wirklich gerne dran zurück. Standen die zwei Benders vor mir. Zwei junge Burschen, unheimlich hungrig, erfolgsorientiert, nur Fußball im Kopf. Hätte geglaubt, dass ihr noch bis 35 so in der Abwehr mit der Krawatte, Libero oder so spielen werdet? Ach ja, da war noch was. Falls der eine wirklich kein Autogramm von mir damals bekommen hat, dann tut mir das recht herzlich leid. Ich entschuldige mich und vielleicht können wir einfach irgendwann eins austauschen. Macht's gut, bleibt gesund. Hier ist auch Lars, dein Namensvetter aus Köln, in Klammern LB das Original. Ja, cool, mit einem Profifußballer verglichen zu werden, der dann im Endeffekt dann doch die größere Karriere eingeschlagen hat. Keine Angst, heute gibt es weder Gelb noch Rot. Wünschen wir euch alles Gute. Diesen Weg habt ihr nicht geschafft, weil ihr ein unglaubliches Talent habt, sondern weil ihr halt einfach klasse Jungs seid. Manni Bender spricht hier, ja, der richtige Manni Bender. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Wenn Sie mal irgendwie Dienstagabend nicht wissen, was Sie machen sollen und wieder hier runterziehen nach Bayern, sonst mich anrufen. Fußball. Können wir Benni noch anrufen, Benni Laut, und dann klicken wir gemeinsam. Alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns dann auch wieder öfters sehen. In Leverkusen endet eure gemeinsame Reise. Es tut mir natürlich sehr weh, wenn ich dann sehe, dass zwei tolle Jungs so früh dann mit dem Fußballspielen aufhören. Ich kann nur hoffen, dass ihr nach der aktiven Karriere dem Fußball irgendwie treu bleibt. Das ist wichtig, weil Spielertypen wie ihr beiden seid, müsst dem Fußball erhalten bleiben. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Zeit, für die Energie, die ihr jeden Tag investiert habt. Vielen, vielen Dank für eure Jahre bei Bayern 04, für die Leistungen, die ihr gebracht habt. Lars, vielen Dank für 6 schöne Jahre. Hat mir Spaß gemacht, dich begleiten zu dürfen. Sven, auch bei dir, Dankeschön für das Vertrauen. Es war nicht immer einfach. Aber ich glaube, dass wir trotz alledem immer einen guten Draht zueinander hatten. Man konnte Spaß mit euch haben auf dem Platz, aber vor allem auch neben dem Platz. Ihr wart immer mit Herz und vollem Einsatz dabei und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Ich werde euch vermissen.
Ich habe nur schöne Worte von euch und schöne Erinnerungen. Ich habe Fußball wird euch vermissen, alle Mannschaftskollegen werden euch vermissen. Und ich habe 2 Freunde gewonnen, deswegen weiß ich auch ganz genau, dass ihr die Zeit jetzt nach der Karriere genießen werdet. Gebt mir noch ein paar Jährchen und dann lassen wir es richtig krachen. Bis dahin, alles Gute, Salute. Ich mache es ganz kurz, weil ich glaube, du hast 7 Jahre lang genug mein Face jeden Morgen gesehen. Und deswegen wünsche ich euch wirklich alles erdenklich Gute. Ich hoffe, ihr bleibt den Fußball und uns Bayer Leverkusen weiterhin erhalten. Wie gesagt, im Fußball sieht man sich immer zweimal. Meiner Meinung nach kann sich jeder Spieler jetzt und auch in Zukunft eine gehörige Scheibe von euch abschneiden. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens und dafür wünsche ich euch von Herzen alles Gute. Chapeau und bis bald. Servus ihr zwei. Auf euch. Wir müssen uns von zwei ganz großen Persönlichkeiten trennen und bleibt wie ihr seid. Ich liebe euch, alles Gute weiterhin und wir sehen uns. Und die machen was jetzt genau? Bei denen ist schwer was am Laufen, ne? Ja, ich habe da auch vorhin so 2 verdächtige Typen gesehen, vielleicht waren die das. Naja. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, grüß euch.